Hallo und herzlich willkommen auf funkyhome.de. Heute zeigen wir anhand von 4 Enka FS20-225 Solarmodulen, wie man flexible Solarmodule montieren kann. Zur Montage kann man die mitgelieferten Edelstahlkabelbinder verwenden oder wenn einem das Material, wo man es anbringt, also jetzt das Geländer zum Beispiel, zu empfindlich erscheint, dann kann man natürlich auch Kunststoffkabelbinder verwenden. Diese sollten jedoch UV-beständig sein. Am besten sichert man das Solarpanel, bevor man es über das Balkongeländer hebt, nochmal zusätzlich mit einem Seil. In unserem Fall ist das aber nicht notwendig. Nun stecken wir von innen den Edelstahlkabelbinder durch einen der Schlitze und können ihn dann auch schon zusammenstecken. Die Verkabelung wollen wir auf der Unterseite vornehmen. Das heißt also, wir achten direkt darauf, dass die Anschlüsse am Solarpanel auf der unteren Seite sich befinden. Et voilà! Das Solarpanel ist jetzt gesichert. Die Kabelbinder von Enka sind ganz interessant. Und zwar haben die Edelstahlkabelbinder eine kleine Kugel integriert, die automatisch beim Zurückziehen arretiert. Das heißt also, wir stecken einfach mal den Kabelbinder zusammen und können den dann auch schon nicht mehr auseinanderziehen. Zum Lösen kann man einen zweiten Kabelbinder sich nehmen und diesen oberen Bereich einziehen. Aber nicht zu weit einstecken, denn sonst kann man nämlich hinterher diesen auch nicht mehr lösen und muss dann wieder mit dem ersten nachhelfen. So, weiter geht's. Jetzt kommen die weiteren Kabelbinder dran. Und wir nehmen halt eben, wir fangen oben mit der Oberseite an. Das kann aber jeder für sich selber entscheiden, je nachdem auch, wie das Balkongeländer geschaffen ist. Ja, es ist zum Teil alleine nicht ganz einfach. Am besten macht man das mit einer zweiten Person, die dann das Solarpanel festhält. Aber in dem Fall habe ich es jetzt einfach mal alleine gemacht. Hier sieht man nochmal, wie einfach es ist. Also wirklich einfach nur ein bisschen reinstecken und schon arretiert es. Und dann kann man das einfach durchziehen. Die Gummihandschuhe, die haben leider noch das Problem, dass sie ein bisschen daran kleben bleiben. Das muss jeder selber entscheiden. Die sind relativ scharfkantig, das heißt also, empfehlenswert ist es schon, wenn man Handschuhe anzieht. So sieht das Ganze von innen aus und so haben wir jetzt auch schon die ersten 3 Kabelbinder im oberen Bereich angebracht. Enka FS20-225 Solarmodule haben übrigens eine Leerlaufspannung von 42 Volt und einen Kurzschlussstrom von 6,51 Ampere. Die Gesamtleistung beträgt pro Panel ca. 225 Watt. Das heißt, wir haben bei den 4 A552 Solarpanels eine Gesamtleistung von 900 Watt. Und das vierte folgt zugleich. Das Versandgewicht wurde übrigens mit 23 Kilogramm angegeben und 121 x 110 x 9 cm. Und das hängt damit zusammen, dass das 4er-Pack Solarpanels wirklich sehr sorgfältig verpackt wurde in einem Karton, aber mit Verstärkung, mit Holzverstärkung in den Rändern. Jetzt noch die Kabelbinder an der Seite anbringen, wenn es denn möglich ist. Ansonsten im unteren Bereich. Auf jeden Fall sollte man zusätzlich noch mehrere Kabelbinder anbringen. Denn die Solarpads sind zwar relativ leicht, sind aber immerhin einmal 1 Meter groß, also 1159 mal 1009 mm mal 3 mm und 4,5 Kilogramm pro Panel. Das heißt also, da hat man schon eine ordentliche Fläche, wenn da mal der Wind hinterpfeift, dann sollte es auch ordentlich halten. So, wieder zurück zu der Montage. Man sieht sehr schön, dass alles ordentlich montiert ist und dann ist das erste schon fertig. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Panel. Kommen wir zum zweiten. Hier haben wir nochmal eine Nahaufnahme von dem Panel und da sieht man auch, dass die Kabel sogar zusätzlich nochmal festgezurrt wurden. Das lösen wir natürlich vorher. Dann sehen wir auch schon die kurzen Anschlusskabel, woran sich die MC4-Stecker befinden. Auch das Panel tragen wir jetzt wieder auf die andere Seite. Einmal drehen und dann können wir das auch schon darüber heben. Vorher nehmen wir uns am besten auch schon gleich so ein Kabelbinder in die Hand, denn ansonsten muss man hinterher suchen.
einfach den Kabelbinder durch einen der Bohrungen stecken, wobei wir den ersten erstmal grob zur Befestigung verwenden und dann die weiteren zur richtigen Befestigung. Alleine, wie gesagt, ist das nicht ganz so einfach, aber es geht. Ist eigentlich kein Problem. Jetzt können wir das Ganze mal im Schnelldurchgang laufen lassen, denn wir sehen, es wiederholt sich eigentlich immer. Alles ordentlich festsuchen, nochmal prüfen. So, wieder das gleiche, rüberheben, einmal befestigen, die restlichen anbringen und diese dann auch festziehen. Ordentlich sauber verlegen dahinter und fertig. Die seitlich noch anbringen. Und jetzt aber wirklich fertig. Da wir keine starren Solarpanels verwenden, können wir die auch wunderbar biegen. Das zeigen wir hier jetzt nochmal an dieser Rundung von dem Geländer. Und hier bringen wir jetzt einfach mal dieses flexible Solarpanel an. Wieder das gleiche, das 3 mm dicke Solarpanel einfach rüberheben. Auch hier wieder im Schnelldurchgang. Man sieht, es hat sich der Rundung angepasst und sitzt ordentlich am Geländer. Das vierte Panel wird später genauso neben die anderen drei gesetzt. Das sollte einfach mal demonstrieren, dass man es auch biegen kann. Kommen wir damit auch schon zur Verkabelung. Wir hatten vorhin die Leerlaufspannung erwähnt, die ist nicht ganz unwichtig. Die maximale MPPT-Eingangsleistung beträgt bei dem E1600 Plus 2200 Watt, aber wir haben eine Eingangsspannung, die maximal 60 Volt betragen darf. Wenn wir also jetzt zwei PV-Panels in Reihe schalten würden, wären wir schon über den 60 Volt. Denn jedes Modul hat 42 Volt Leerlaufspannung. Das heißt also, dass die maximale Spannung, die da rauskommt im Leerlauf, und das wären dann schon 84 Volt, wenn wir das Ganze in Reihe schalten. Das heißt, wenn wir zwei in Reihe schalten würden, wären wir bei 84 Volt. Und damit liegen wir natürlich deutlich über den erlaubten 60 Volt. Und insofern gesehen müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Hier hat Anker glücklicherweise vorgesorgt und Y-Adapterkabel beigelegt. Damit können wir beide Module parallel schalten. Wir verdoppeln also die Stromstärke, behalten aber die Spannung bei. Wir haben also insgesamt eine Leerlaufspannung dann von 42 Volt und 2x 6,25 Ampere. Damit kommen wir also bei 12,5 Ampere aus und das liegt unter den erlaubten 16 Ampere pro Kanal. Alle Werte bitte unbedingt vor dem Kauf selbst nochmal vergleichen und in den Datenblättern bzw. den Unterlagen der Geräte nachsehen, denn es können sich auch mal die Werte ändern. Und auch gerade bei Solarpanels tut sich einiges. Das heißt also, die Spannung kann sich ändern. Und insofern gesehen unbedingt aufpassen, dass da nichts überschritten wird. Es ist also nicht nur die maximale Leistung entscheidend, sondern eben auch die Spannung und die Stromstärke. Die Polung wurde übrigens vorbildlich gekennzeichnet mit Plus und Minus. Hier zeigen wir erstmal, wie man die überhaupt zusammensteckt und wie man die mit dem mitgelieferten Steckschlüssel wieder abziehen kann. Einfach aufsetzen und dann werden die Klammern gelöst und dann kann man die abziehen. Bei manchen geht das auch so, also bei diesen hier ist das zum Beispiel auch so möglich, dass man das Werkzeug im Grunde gar nicht braucht, sondern einfach mit den Fingern etwas reindrücken kann und dann kann man es auch schon wieder lösen. Also wichtig, nicht in Reihe schalten, also nicht einfach den Pluspol von dem einen Panel und den Minuspol von dem anderen nehmen und dann nur die äußeren beiden anschließen, sondern unbedingt dieses Y-Adapterkabel verwenden, um die beiden Module jeweils parallel zu schalten. Hier stecken wir jetzt auf der einen Seite das Modul an und dann auf der anderen Seite jeweils das Pluskabel zum Beispiel. Und dann das gleiche nochmal für das Minuskabel.
Und diese beiden Kabel, diese beiden Y-Adapterkabel, die werden dann hinterher an einen MPPT angeschlossen. Und das zeigen wir jetzt, nachdem wir die Solarbank 2 aufgebaut haben. Wir stellen dazu zunächst einen Anker Solix BP1600 Erweiterungsakku auf den Boden. Dort muss noch der Gummischutz entfernt werden. Ebenso wie auf der Unterseite von dem Anker Solix Solarbank 2 E1600 Plus Akku. Diesen können wir dann auf den Zusatzakku aufstecken. Nun können wir das Ganze auch anschließen. Am besten sollte nicht allzu viel Sonne auf die PV-Module scheinen, wenn man das anschließt oder auch wenn man es abklemmen möchte. Nun haben wir beide Y-Adapterkabel in der Hand. Einmal den männlichen und einmal den weiblichen MC4-Anschluss. Den stecken wir jetzt in die Solarbank ein, in den oberen MPPT, und darunter können wir dann hinter die anderen beiden anschließen. Auf der anderen Seite des Akkus befindet sich dann der 230 Volt Netzanschluss, also das ist der Anschluss, womit wir dann hinterher in das Hausnetz einspeisen können. Das sind Schutzkappen, die wir abziehen müssen. Die wurden aufgebracht, damit halt eben kein Staub oder auch Wasser oder irgendwas eindringen kann. Nun können wir es endlich einschalten mit einem etwas längeren Druck auf die Power-Taste. Tada! Wir haben hier in der Anker-App eine feste Einspeisung von 200 Watt eingestellt und erhalten gerade 138 Watt von den Solarpanels und die restlichen 61 Watt werden aus dem Akku eingespeist. Hier sieht man auch mal schon gleich so einen kleinen Überblick, wie stark das dann ansteigt. Bei unseren montierten Solarpanels geht es so kurz vor Mittag los und steigt dann immer weiter an. Aber da kommt es natürlich auf die Ausrichtung drauf an. Wir haben natürlich keinen optimalen Winkel geschaffen zur Sonne, sodass wir also nicht ganz die volle Leistung erreichen können. So, das war es auch schon. Jetzt aber noch schnell unseren Channel abonnieren. Dann bis demnächst im Test. Tschüss!